Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Vivecraft. Ich bin der Ochi und ich würde gerne eine kleine Runde mit euch zocken. Ja, die letzte Aufnahme, die ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich bin froh, endlich mal wieder hier in unserer Welt sein zu können. Der Grund dafür ist ein ganz bestimmter. Wie man vielleicht sieht, habe ich mir ein bisschen neue, Audio-Hardware geholt. Vor allem mal ein bisschen bessere Kopfhörer, die hoffentlich auch einigermaßen bequem sein werden. Das werde ich sehen, wenn ich hier eine Weile gespielt habe, zusammen mit der Vive. Das habe ich so noch nicht ausprobiert. Und vor allem, was ihr wahrscheinlich am ehesten merken solltet, habe ich mir ein neues Mikrofon oder ein extra externes Mikrofon geholt, anstatt dass ich das integrierte Mikrofon der Vive benutze. Und ich hoffe natürlich, dass die Qualität dadurch ein bisschen besser wird. Aber naja, könnt ihr mir gerne eure Meinung mal zu mitteilen, wenn ihr Lust habt. Ja, ansonsten seht ihr vielleicht, dass ich ein bisschen mehr verkabelt bin jetzt wegen dem ganzen Audio-Gedöns hier. Da möchte ich jetzt aber gar nicht viel Worte zu verlieren. Eventuell werde ich da noch ein kleines Video zu machen, was ich mir dabei so alles gedacht habe, weil das war wirklich so ein kleiner Krampf, das alles ans Laufen zu kriegen. Naja, das war eigentlich der einfachere Teil, aber das alles so zu verkabeln und an mich zu klippen und klemmen und klicken, dass ich nicht völlig wahnsinnig werde, wenn ich hier das ganze Zeug anlegen muss. Das war so ein bisschen der schwierigere Teil und da habe ich mir ganz verschiedene Gedanken zu gemacht. Da mache ich vielleicht noch ein extra Video zu. Ich weiß es noch nicht genau. Mag ich noch nicht versprechen. Ich dachte vielleicht an so eine kleine Serie von Videos, wo ich mal ein bisschen was über die Technik erzähle. Was ja letztendlich auch ganz wichtig für mich ist, weil ja eigentlich, ach schön wieder hier zu sein, eigentlich geht es mir hier ja gar nicht primär jetzt um Minecraft in diesen Videos, sondern ich sage ja immer, das ist so mein kleines Experiment, in dem ich ja auch so ein bisschen zeigen möchte, naja, was mit der VR-Technik so möglich ist und was vielleicht auch ein paar Stolperfallen sind in der Hinsicht. Und naja, da würde es halt ganz gut reinpassen. Aber nichtsdestotrotz würde ich in dieser Aufnahme sehr gerne mal ein bisschen weiter an unserem Haus basteln. Und ich glaube, das, was wir als erstes mal machen sollten dafür, ist eine kleine Inventur vornehmen. Okay, ein bisschen Holz haben wir noch. Aber ich denke, es würde Sinn machen, mal damit anzufangen, noch ein kleines bisschen Holz anzubauen tatsächlich. Und ich dachte mir, na, guck mal, da vorne ist einiges gewachsen. Stehen so einige Bäume rum da hinten auf der Insel. Ich dachte mir, vielleicht machen wir die mal ein bisschen flacher und bauen da mal so ein kleines bisschen geordneter ein paar Bäume hin, die wir dann, naja, so eine kleine Baumschule eben, ne, die wir dann schön effizient abbauen können auch wieder. Ich höre was. Ich höre jemanden. Kommt her. Oder bleibt besser weg. So, was haben wir denn noch so an Saplings? Wir haben Birke. Keine, oh, kein Nix. Ist ja schrecklich. Naja, gut, dann müssen wir mal hinten auf der Insel gucken, haben wir denn noch Werkzeug? Stone Axe, ne? Ist ja super. Bisschen Eisen haben wir, das sollten wir mal einschmelzen. Oh, hier haben wir auch noch Eisen drin, das ist hervorragend. Oh, jetzt hat die Brille gerade kurz das Tracking verloren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ich hatte eben kurz einen grauen Screen, das war ein bisschen irritierend. Ich hoffe, das tut der Aufnahme jetzt nicht irgendwie Schaden. Naja, mal gucken. Gut, dann können wir uns ja hier ein bisschen besseres Werkzeug machen. Und dann gehen wir da mal rüber. Da gehen wir da mal rüber auf die Insel und holen uns ein bisschen Holz und ein paar Saplings und machen da mal ein bisschen. Da ist er. Machen da mal ein bisschen Action, wollte ich gerade sagen. Hallo. Hallo, Herr Nachbar. Ja, brennen Sie, Herr Nachbar. Hat er sich. Der wollte sich in die Höhle flüchten. Habt ihr das gesehen? Hat das geschafft? Ja, hat er. Aber nicht lang. Eieiei, wie sieht es überhaupt hungertechnisch aus? Ich verhedder mich hier schon wieder. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch schlimmer mit den ganzen zusätzlichen Kabeln, die ich jetzt am Körper habe. Ah, ich muss echt mal gucken. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier alles.
wie ich so eine Aufnahme überhaupt normalerweise vorbereitet habe. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich muss nämlich auch gucken, wie die Uhrzeit ist. Jetzt fast 17 Uhr, damit ich eine Idee habe, wie lange die Aufnahme überhaupt geht. So, genau, was wollte ich denn? Ich wollte Werkzeug. Genau. Ah, wir haben ja Zeit. Ich kann mir das ganz in Ruhe machen hier, nicht wahr? Stone Axe können wir ja erstmal aufbrauchen. Und dann haben wir noch Eisenwerkzeug am Mann. Das ist sehr schön. Von den Schaufeln mache ich mir vielleicht direkt zwei, falls wir da jetzt ein bisschen Terraforming betreiben wollen. Auf der Insel. Und naja, so eine Schaufel, die hält ja nicht ewig, wie wir schon gemerkt haben, auch in der letzten Aufnahme. Da waren wir ja auch ein bisschen fleißig. Gut, so mal gucken, was ist das denn alles hier? Ach, wisst ihr was? Ich hack das jetzt einfach mal alles kurz und klein hier und dann gucken wir mal, wie viel wir rauskriegen. Ah, ja. Schön, schön mal wieder hier zu sein. So. Ja, mal überlegen, was wäre denn jetzt so mein konkretes Ziel für diese Aufnahme? Also, wenn ich da so rüber gucke, ist ja selbst die erste Etage noch nicht so richtig fertig. Ich hätte ja schon gern, ja, zumindest mal grob im Rohbauzustand die drei Etagen soweit, also Keller plus die zwei Etagen. Um die Einrichtungen und so können wir uns dann immer noch kümmern, aber ich hätte es zumindest gern schon mal so weit vorangetrieben, dass, naja, dass man schon mal sieht, wie so die Ausmaße werden von dem Haus. Mal zu gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wow, das ist ein großer Baum. Ja, schön auf die Boundaries achten hier um mich herum, nicht wieder gegen Tische rennen. Das fände ich ganz toll. Und ab und zu mal gucken, ob das Mikrofon noch an der richtigen Stelle ist. Ich traue dem noch nicht so ganz. Ja, wie jede Aufnahme. Erstmal alles über den Haufen werfen. Softwaremäßig, hardwaremäßig. Natürlich habe ich auch wieder softwaremäßig rumprobiert. Und ein paar Einstellungen verändert. Aber das ist ja ganz normal bei mir. Habe ich so das Gefühl. Auch was das angeht, vielleicht werde ich da auch mal so ein paar extra Folgen oder extra Videos machen über so, boah, die Streaming-Technik softwaremäßig. Jetzt habe ich schon wieder, jetzt hat die Brille schon wieder das Tracking verloren. Ich sehe nur grau. Jetzt ist es wieder da. Das ist, ja, das ist komisch. Das ist neu. Also so Probleme hatte ich da jetzt bisher eigentlich noch nicht. Naja, jedenfalls mal gucken, ob ich da vielleicht auch mal irgendwie ein paar extra Videos dazu mache, für die, die es interessiert, was ich da so für Einstellungen benutze und so weiter. Ich bin da jetzt auch nicht so, also ich bin überhaupt nicht der Vollprofi, was das angeht, aber ich kann ja trotzdem mal sagen, was ich da so gemacht habe und wenn sich da jemand besser auskennt und mir Tipps geben kann, sehr gerne. Habe ich gar kein Problem mit, sofern es irgendwie konstruktive Kritik ist. Sehr gern. Ach ja, was die Kartoffeln angeht, da habe ich auch letztens einen Fehler gemacht. Ne? Ich glaube, ich habe alle Kartoffeln tatsächlich in den Ofen geworfen und keine übrig gelassen zum Einpflanzen. Das habe ich mir so im Nachhinein gedacht. Das war jetzt ja auch nicht so der schlauste Schachzug überhaupt. Andererseits, wir haben hier natürlich in gar nicht so weiter Entfernung so viele Dörfer. Auch an unserem ursprünglichen Startpunkt, wo wir sowieso mal vorbeigehen könnten, mal wieder, um den Rest zu holen und da mal alle Sachen abzubauen und so. Und da können wir uns ja auch jederzeit wieder neue Kartoffeln zum Einpflanzen holen. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Von daher sage ich einfach mal, das war so gewollt. Kann ich ja einfach mal behaupten. Oh, die Steinaxt, die hält ja doch einige Zeit durch. Ist ja erfreulich, aber ja, schon rot. Unendlich lang wird die auch nicht halten. So. Das sind dicke Bäume hier. Aber das ist alles Spruce, ne? Das ist alles Fichte. Ich habe die ja ursprünglich für Dark Oak Bäume gehalten. Das war ein Trugschluss. Aber kriegen wir alles hin?
kriegen wir alles hin? Oak Sapling, Dark Oak Sapling. Hatte ich die eben schon? Spruce, Spruce, Dark Oak. Ach, das ist hier sogar Dark Oak. Das ist der, den ich gepflanzt habe, oder? Moment, wir haben 15 davon. Also die sind echt nicht so gut zu unterscheiden. Das ist sogar Dark Oak, ja, das ist super. Aber den habe ich hier letztens händisch gepflanzt, ja, ja. Also wenn ich mich jetzt nicht vertue, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann habe ich den hier letztens hingepflanzt. Ja, das hier, das ist so etwas helleres, rötlicheres, etwas... Die Farbe von diesem Holz hier ist etwas mehr gesättigt, würde ich sagen. Moment. Und das hier ist... Naja, das ist Spruce Wood. Genau, komme ich da ran? Aber da komme ich nicht mehr ran. So, oh, hier haben wir ja jede Menge Dark Oak, super. Was benutze ich denn zum Hochklettern mal? Hier haben wir Erde, das ist gut. Das ist ganz gut. Wieder ein bisschen gewöhnen hier an die Steuerung. Genau, Spruce dazu gekriegt. Sorry, ich bin jetzt nicht so der Meister darin, diese Holzsorten auseinanderzuhalten. Ja, ja, naja, soweit fühlt sich das alles noch ganz bequem an hier mit dem Kopfhörer und so. Bin mal sehr gespannt, ob sich das auf Dauer durchsetzt. Alternative wäre vielleicht doch irgendwie In-Ears zu nehmen und mich dann aber da drauf zu monitoren, damit ich meine eigene Stimme höre. Ich weiß es noch nicht genau. Naja, kann ich ja noch alles durchprobieren bei Zeiten. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ich ein bisschen aufnehmen kann. So, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen auch, genau, wir brauchen normale Oak-Bretter für die Wände. Habe ich, glaube ich, Spruce genommen für die Ebene zwischen Erdgeschoss und erstem Stockwerk, wenn ich mich nicht irre. Dark Oak brauchen wir auch noch ein bisschen, so für die Umrandung und so. Ein paar Akzente, naja. Es wird schon, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Oak, aber gut, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, ach, wir kommen hier eh gleich wieder zurück. Ich wollte nur mal kurz pennen gehen. Der ist schon wieder dunkel, haben den ganzen Tag hier gearbeitet. So. Sehr gut. Zack. Schön, schön. So, und weiter geht's. Mal vorsichtig rausgucken. Ah, ich höre schon wieder jemanden. Habe ich denn überhaupt noch Platz? Wir können mal ein bisschen Zeug abladen vielleicht. Genau, schmeißen wir einfach mal alles rein. Was wir nicht gerade akut brauchen. Einen Bogen haben wir eh nicht, dann könnte ich die Pfeile auch hier lassen. Genau, ah, Dark Oak haben wir auch einiges, das ist ja gut. Hier die Saplings, die nehme ich einfach mal an, Mann. Können wir dann bei Zeiten einpflanzen. Gut, die Tür brauchen wir jetzt auch echt nicht so dringend bei uns. Bisschen Essen ist gut, das kann man machen, ja. Alles klar, alles klar. Dann weiter geht's. Das ist schon ein ganz schöner Hügel hier, ne? Ich weiß gar nicht so genau, ob ich den hier wirklich... ob ich den wirklich flacher machen will. Das wäre ja einiges an Arbeit, aber ich will zumindest mal die Insel hier ein bisschen von den ganzen Bäumen befreien, damit wir hier ein bisschen mehr, damit wir ein bisschen mehr Platz haben, eben um unsere Bäume hier einzupflanzen. Ist ja auch vielleicht nicht so schlecht. Ist ja alles Spruce hier. Gut. Läuft. Ja, und was wären dann so die nächsten Schritte? Also erstmal klar, das Haus.
was ich mir auch so überlegt hatte, vielleicht sollte ich mir hier irgendwie, vielleicht sogar einfach In-World hier, so eine kleine Art To-Do-Liste oder sowas machen. Ich weiß nicht, entweder als Buch oder mit Schildern oder sowas, wo ich einfach mal so niederschreiben kann, was denn noch so unsere Ziele sind, sozusagen. Und sobald wir da alles abgearbeitet haben oder so, können wir sagen, okay, haben wir das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Da haben wir zumindest so eine kleine Übersicht und so ein kleines, ja, kleinen Notizblock sozusagen, was wir alles noch so machen wollen. Und da würde ich auch gerne Wünsche oder Anregungen entgegennehmen, ne? Also, wenn ihr da was habt, sagt Bescheid. Was ich zum Beispiel, also an was ich so denken würde dabei, wäre zum Beispiel einmal in den Nether gehen. Die anderen Dimensionen besuchen, vielleicht sogar bis hin zum End, aber das möchte ich jetzt an der Stelle nicht versprechen, dass wir wirklich so weit kommen, weil dafür muss man sich wirklich ein ganzes Stück vorbereiten. Die Minecraft-Spieler unter euch, die werden das sicherlich verstehen. Und ja, aber ansonsten, naja, auch so Kleinigkeiten kann man da sicherlich niederschreiben, wie zum Beispiel Diamanten finden und Diamantwerkzeug machen. Und so, ne? Kleine und große Ziele kann man sich ja mal setzen. Oder zum Beispiel eben sowas wie ein Haus bauen, was wir jetzt hoffentlich bald geschafft haben werden. Aber ja, das dachte ich mir, könnte ich mal vielleicht so anfangen. Auch vielleicht, um ein bisschen Anregungen, externe Anregungen von Zuschauern irgendwie. Ja, ein bisschen niederzuschreiben, ein bisschen einfließen zu lassen, damit ich die auch letztendlich selber nicht vergesse. Dafür ist natürlich eine Voraussetzung, dass ich überhaupt mal Zuschauer habe. Also wenn ich im Moment so auf die Viewzahlen gucke, auf YouTube, ey, es ist ja nichts. Ich weiß irgendwie von zwei, drei Leuten persönlich, direkt, also eher von Freunden halt, dass die da ab und zu mal reingucken. Oder ich hau ab und zu mal irgendwie Freunde an, hier so, ja, guck doch mal, ich habe da was Neues gemacht oder ich habe hier wieder was gebastelt. Schau mal, ob da die Qualität jetzt irgendwie besser ist oder keine Ahnung. Naja, wäre natürlich irgendwie schön, wenn das auch tatsächlich jemand gucken würde. Aber gut, zwingen kann ich letztendlich kaum jemanden dazu. Aber gut, es ist ja. Es ist dann halt online, ne? Und kann man einfach mal so lassen, kann man mal so anbieten und vielleicht spricht sich das ja irgendwie mal rum bei interessierten Leuten, dass es da so einen so einen Dude gibt, der da ein bisschen rumprobiert mit dem VR-Gedönse. Mal schauen. Mann, sind hier viele Bäume. Ja, schlimm. Also verhedder ich mich heute irgendwie tendenziell eher im Kabel als sonst oder bilde ich mir das jetzt ein? Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, weil ich jetzt den ganzen, wow, Blätter, weil ich jetzt den ganzen Krempel um mich herum habe, aber eigentlich, ehrlich gesagt, merke ich den soweit eigentlich überhaupt nicht mehr als sonst. Also das ist soweit ganz gut. Man darf sich gar nicht so drauf konzentrieren, was man alles so um sich herum hat. Ich meine, man sieht ja vielleicht auch, ne? Ich bin jetzt hier von der Vive und von den Kopfhörern gleichzeitig von allen Seiten ringsherum um den Kopf so eingeschlossen. Das ist vielleicht auch nicht für jedermann was, aber wenn man sich da jetzt gar nicht so Gedanken drum macht und es einfach, ja, sich darauf einlässt, ist das überhaupt nicht so schlimm, finde ich. Sage ich jetzt noch. Mal gucken, was ich sage. So noch ein paar Aufnahmen oder nach einer Stunde Aufnahme. Ob ich das dann immer noch so finde. Ja, was haben wir denn hier? Oak Saplings, Spruce, Oakwood haben wir ein bisschen gesammelt. Das ist ganz gut. Ist jetzt nicht allzu viel, aber wird schon. Dann würde ich sagen, sobald wir hier gleich durch sind mit dem Pflanzen, mit dem Neubepflanzen von der Insel, machen wir an unserem Haus weiter. Ah, jetzt kommt ein bisschen Musik, das ist schön.
weiß nicht, wie die Lautstärke jetzt so ist. Ich muss die eben um einiges leiser machen, weil die irgendwie so die mir so laut erschien. Ich hoffe, es ist jetzt okay. Soll ja auch nicht alles übertönen. Gut. Gut, gut, gut. Ah, da ist noch Oak, das ist gut. Schön alles sammeln. Schön alles sammeln. Ja, ich habe gesehen, da war auch noch ein Sapling. Hol ich mir gleich. Ich frage mich, wie viele Songs da eigentlich drin sind in dieser Minecraft-Musik. Müsste ich eigentlich wissen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe die sonst, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ich habe mir die sonst nie angehört. Aber jetzt hier in den Videos kann man das durchaus mal machen, finde ich. Warum nicht? Einfach ein bisschen Abwechslung. So, war's das? Liegt noch ein bisschen Holz. Naja, kann man sich holen. Hier, da. Hier oben war doch auch noch was. War es da schon wieder mit der Musik? So, da oben ist noch was. Okay. Ja. Ich mache hier mal so ein oder zwei Layer vielleicht von der Insel ein bisschen flacher, aber ich glaube, ich trage jetzt nicht die ganze Insel ab. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Da möchte ich lieber ein bisschen am Haus weitermachen. Müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit drauf verwenden. Können wir vielleicht immer noch machen, wenn uns irgendwie irgendwann furchtbar langweilig ist. Aber nun gut. Ich habe gerade vor der Aufnahme noch was gegessen. Ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen... Hier ist der Tisch. Ah, so ein kleines bisschen freskomatös. Ich bin so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen faul, doch eigentlich schon. Auch einfach so ein bisschen gechillt. Andererseits weiß ich jetzt auch nicht so recht, was ich so erzählen könnte. Ich sollte mir vorher ein paar Themen überlegen vielleicht. Ah, es ist hier ja doch mehr Erd, als ich dachte. Komm, hau rein, schaffen wir das? Schaffen wir das noch, bevor es dunkel wird, hier mit den Pflanzen? Ich bezweifle es ja fast ein bisschen. Ja, es ist doof. Es ist ein bisschen doof. Ach komm, das machen wir jetzt einfach. Ich liebe die Gefahr. Sagte er. Hier berühmte letzte Worte oder so.